Das Thema Gegensätze passt super zum Erfahrungsfeld. Nicht, weil es Gegensätze gibt, die so unverbunden nebeneinander stehen oder sich gegenüberstehen, sondern weil es immer eine Verbindung gibt. Weil dieses Leben, unser Leben, sich dazwischen ereignet. Das Streben zu einem Pol hin ist in Ordnung schon, aber dieses und jetzt daran klammern, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht lebensgerecht. Das ist etwas, was die Offenheit, was die Vielfalt nicht fördert. Aber dieses Spiel dazwischen, dass wir alle um Ergänzung nicht bloß ringen, sondern angewiesen sind, das, finde ich, macht das Erfahrungsfeld aus, das macht das Leben aus. Und deswegen passt dieses Spiel sowieso zum Erfahrungsfeld, aber Spiel der Gegensätze eben auch. Ich finde es generell ein faszinierendes Thema und eigentlich, was mir besonders gut gefällt, ist, dass es überall vorhanden ist. Also nicht eine einzige Sache, sondern dass wir letztlich überall die Gegensätze haben und das Miteinander aus Gegensätzen erwachsen kann oder eben auch man sagt, ja nein, wir bleiben in Gegensätzen, die aber ja auch wieder fruchtbar sein können. Und das dann sinnlich zu erfahren, ist natürlich schon noch einmal viel spannender, als es nur so gesagt zu bekommen. Also da gibt es einen Funktionszusammenhang, wo wir am Anfang waren, das ist ganz anders. Und bei etwas anderem nehme ich etwas feinstofflich auf und es geht lang. So, dann merke ich. Die Energie unterstützt das Erfahrungsfeld schon seit 17 Jahren und das mit voller Überzeugung, denn das Erfahrungsfeld steht dafür, dass Kindern, Jugendlichen, älteren Menschen, groß und klein, auf eine spielerische Art und Weise komplexe Themen näher gebracht werden. Physikalische Zusammenhänge, Umweltfragen. Für uns ein echtes Nachhaltigkeitsprojekt. Und auch die Energie steht für Nachhaltigkeit und deshalb unterstützen wir das Erfahrungsfeld sehr gerne.